Teil 3: Sorgen und Ängste bewältigen Jesus Christus. Drei Schritte. Übergib alles Gott. Geliebter Mensch, es gibt einen Punkt in deinem Leben, an dem du alles weitere Gott überlassen sollst. Was ist zu tun? Gib immer dein Bestes. Und übergib in der Folge das, was du nicht direkt beeinflussen kannst, was nicht direkt in deiner Hand liegt, Gott. Gott wartet auf deinen Auftrag und erwartet darauf, dass du dich ihm direkt zuwendest und dich mit ihm direkt verbindest. Niemand ist alleine auf dieser oder auf einer anderen Welt. Kein Mensch, auch du nicht, muss die Welt alleine retten oder den Kampf, der jetzt auf dieser Erde tobt, alleine führen. Gib immer dein Bestes. Sorge dafür, dass deine Sorgen weichen. Doch gelangst du an einen Punkt, an dem du nicht weiter kannst oder weiter weißt, dann übergib alles Gott. Verfahre so auch mit deinen Ängsten und mit allen Problemen, mit denen du konfrontiert wirst. Ermächtige dich selbst, sodass deinen Sorgen offen und weise du gegenübertrittst. Das heißt, die Fähigkeit zu entwickeln, die Sorgen vergessen zu können und sie aus dem gewohnten Denken zu entfernen. Ermächtige dich selbst, sodass du deinen Ängsten offen und weise gegenübertrittst. Das heißt, die Fähigkeit zu entwickeln, die Ängste vergessen zu können und sie aus dem gewohnten Denken zu entfernen. Wellness für die Seele. Wellness von den Sorgen, Wellness von den Ängsten heißt Wellness für die Seele. Das funktioniert, sobald du dich täglich damit beschäftigst und dir deine Kraft und Macht bewusster wirst. Dennoch gibt es Momente, wo du nicht weiter kannst oder weiter weißt. Das ist das Leben des Menschen auf Erden. Erst der Erleuchtete ist befreit davon. Da er auf einer Schwingungsebene lebt, auf der weder die Sorge noch die Angst existieren können. Doch auch der Erleuchtete übergibt alles an Gott. Deshalb verinnerliche bitte diese Wahrheit. Gott wartet nur darauf, für dich in Erscheinung treten zu können. Und sei dir gewiss, wenn du dein Bestes gegeben hast und wenn das Beste für das Glück nicht reicht, dann wird Gott zum unbewegten Beweger deines Schicksals. Jan Johannes Kassel, heute bei meinem Spaziergang, als ich diese Botschaft bereits ankündigte und ich über die Macht Gottes und sein Eingreifen nachdachte, kam ich am Dorfrand an einem katholischen Bildstock vorbei. Unter einem Marienbild las ich die Inschrift: Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Psalm 91, 11. Jesus Christus? Das ist die unabänderliche Wahrheit und das göttliche Gesetz für alle Welten und alle Wesenheiten auf und in allen Welten. Verbiete dir niedrige Schwingungsfelder und es geschieht. Gib dein Bestes und übergib alles weitere Gott. Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Das ist es, was du begreifen kannst, erfassen sollst und in dein Leben integrieren darfst. Gott behüte dich. Gott behütet dich. Noch immer haben zu viele Menschen Gott aus ihrem Leben verbannt.
So sind Ängste und Sorgen normal, jedoch das muss nicht sein. Du kannst es sofort ändern, du hast es in der Hand. Niemand zwingt dich dazu, den Samen der Sorge keimen zu lassen, sodass am Ende die Frucht der Angst entsteht. Willst du dein Leben weiterhin vergiften? Du sagst, aber die Umstände auf Erden, die Problemstellungen waren noch nie so massiv wie heute. Wieder sorglos sein oder angstfrei sein? Ich sage dir, jede Zeit hat ihre Menschen und exakt die Herausforderungen, die diese Menschen gewählt haben und meistern können. Heute stehen viele Menschen vor großen Wachstumsschritten. Alle Krisen, die jetzt auftreten, dienen dafür, diese Entwicklung zu vollziehen und die Wachstumschancen zu nutzen. In vielen vergangenen Leben habt ihr mit Krisen umzugehen gelernt. Nun ist die Zeit eurer Meisterschaft gekommen. Gewissermaßen befinden sich viele von euch in der Abschlussprüfung. Dass ihr sie meistern werdet, steht außer Frage, doch du zweifelst gerne daran. Neues Denken und neue Gewohnheiten. So gehe hin und ändere dein Denken. Lösche ungünstige alte Gewohnheiten und ersetze sie mit neuen guten Gewohnheiten. Wenn es deine Gewohnheit ist, dich zu sorgen, so kann es auch zu einer Gewohnheit werden, sorglos zu sein, frei von Sorge. Mit den einfachen Übungen und Werkzeugen, die ich dir heute vorgestellt habe, wirst du wieder Lebensfreude kreieren und von der dichten Angstschwingung, die sich jetzt auf der Welt ausbreitet, weitgehend unerreicht bleiben. Verwandle die Angst in kreative, positive Energie und nimm die Sorge als Anlass dafür, der Freude mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Jan Johannes Kassel, wie kann aber den Menschen geholfen werden, die in der Angst und Sorge stecken bleiben? Jesus Christus, sobald du fest in dir stehst, sobald du nicht mehr auf deine Sorgen blickst oder dich vor deinen Ängsten in Acht nehmen musst, bist du bereit, jenen ein Licht zu sein, die sich in der Finsternis verlaufen. Das heißt, zuerst heile dich, zuerst bringe dich in deine Mitte, zuerst öffne deinen Zugang zum Herzen und entspanne deinen Geist und deine Nerven. Das Wichtigste ist, dass du selbst ganz bleibst oder ganz wirst. Alles andere übernimmt Gott. Und auch die Menschen, die nach Hilfe und Trost suchen, finden von selbst zu dir. Deine Aufträge können sich während eines Lebens wandeln, doch sie werden dir erst dann enthüllt, wenn du dich in ihre Richtung bewegst und bereit bist dafür. Gott ist alles. Geliebter Mensch, du hast allen Grund zur Freude. Bewege dich täglich aus der Sorge heraus. Übe mit dir selbst. Befreie dich selbst. Und verbiete dir mit Hilfe Gottes und unter dem Schutz der Engel alle Sorgen und Ängste. Lenke dich dort ab, wo es möglich ist, das heißt, richte deine Aufmerksamkeit auf erhebende Dinge und Situationen. Sobald sich die Sorge zeigt, betrachte sie und handle. Sobald Angst entsteht, betrachte sie und handle. Befasse dich mit Dingen, die dir Freude bereiten und umgib dich mit Menschen, die Freude ausstrahlen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin frei von Sorge und ich bin frei von Angst. In jeder Situation kannst du dieses Gebet der Selbstermächtigung sprechen.
In jeder Lebenslage ist es dir eine große Hilfe. Menschen, die nach Vollendung streben, achten auf ihre innere Mitte, auf ihren Schlüssel zum Herzen und sie gehen eine tiefe Verbindung mit Gott ein. Die Hingabe ist dann vollkommen und der Mensch vollendet sich in Gott. Gib dein Bestes und warte ab, was Gott mit dir vorhat. Gib dein Bestes und siehe, wie sehr dich Gott liebt. Dein Leben ist in seinen Händen. Deine Sorgen und die Ängste sind es umso mehr. Gott ist alles. Jesus Christus. Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Start in den März. Lasst uns das üben. Lasst uns üben, immer wieder aus den Sorgen und aus den Ängsten herauszugehen. Jeder darf das üben. Ich darf das auch üben. Und lasst uns nach vorne schauen. In diesem Sinne, danke. Merci, bye bye. I love you und viel Freude in deinem Leben wünsche ich dir. Ja? Tschüss.